Weil ich gerade viel Zeit habe, machen wir ein Review über den Osprey Levity 60. Dieser Rucksack, also nicht nur das Modell, sondern genau dieser Rucksack, hat ca. 4000 Kilometer drauf, hält immer noch und wir schauen uns jetzt mal einfach an, was kann er denn? Osprey macht, wenn sie einen Rucksack machen mit der Bezeichnung, mit der Literbezeichnung, Levity 60, das heißt, die machen einen 60-Liter-Rucksack, meinen damit aber das Hauptfach. Das heißt, nur das Hauptfach hat 60 Liter Fassungsvermögen. Dazu kommt dann noch der Kopf und die Seitentaschen. Sprich, ich schätze, wissen tue ich es nicht, ich schätze, es werden ungefähr so um die 75 Liter sein, vielleicht ein bisschen mehr. Die Fächer sind echt groß, darf man wirklich nicht unterschätzen. Der Rucksack selber ist aus einem sehr dünnen Nylon-Material, also das Hauptfach hat 30er Nylon und die Außenbereiche haben 200er. Also das ist schon ziemlich stabiles Zeug. Prinzipiell wasserfest. Ich persönlich vertraue dem Ganzen nicht so, wobei ich dazu sagen muss, obwohl er mittlerweile Löcher hat, ich hatte einmal unter wirklich massiv schwerem Regen ganz leichtes Wasser drin. Wobei Wasser stimmt nicht, das war einfach etwas feucht drin. Es kann auch durch die Kondensation sein, weil natürlich die Körperwärme, draußen ist es kalt, es ist feucht. Vielleicht war es einfach eine Kondensation, ich weiß es nicht. Aber das war wirklich, wirklich schwerer Regen und ich bin stundenlang in strömendem Wasser, das sich über mich ergossen hat, ge gewandert. Infolgedessen, ich hatte dazu noch einen Regenschutz, muss ich dazu sagen, rundherum. Nur, wir alle wissen, in strömenden Regen, Regenschutz, ja, bringt so ein bisschen was, rettet dich aber nicht vom Ersaufen. Wir schauen uns jetzt mal einfach an, was der Rucksack denn so alles hat. Prinzipiell muss man dazu sagen, das ist der leichteste Rucksack, den Osprey produziert. Der wiegt ca. 870 Gramm, variiert natürlich alles ein bisschen, aber ca. 870 Gramm für einen 60-Liter-Rucksack ist echt super. Also ist der leichteste von Osprey, gibt es auch in der 45er-Variante, das heißt 45 Liter, und als Frauenmodell. Frauenmodell heißt er dann Lumina. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass er für dieses Leichtgewicht, was er ist, hat er einen Rahmen. Der Rahmen selber ist aus Stoff, das heißt, das ist jetzt kein dieser solide Rahmen, den man von den richtig schweren Rucksäcken kennt, aber er stützt definitiv. Das heißt, ich habe hier dieses Mesh, was mich quasi vom Rahmen trennt und der Rahmen selbst, man sieht es hier, wird quasi durch einen Striemen weggehalten. Natürlich, dadurch, dass der Rahmen aus Stoff ist, ist es so, wenn du viel in den Rucksack reinlädst, es drückt sich natürlich ein bisschen durch. Klar, ist halt Stoff. Wir haben dann hier auf der Seite noch diese Aluminiumrahmen dazu zur Stabilisierung, aber man sieht, der Rucksack steht ausgezeichnet. Das Hauptfach selber ist wie gesagt das dünne Nylon-Material. Man sieht, es ist wirklich dünn. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte von all dem, ich bin am Teroa-Trail durch so viele Büsche durch, ich habe nie durch irgendeinen Busch einen Kratzer, einen Fahrer, irgendwas drinnen. Das ganze Ding hat echt gehalten, obwohl er prall gefüllt war. Das Einzige, und das muss ich sagen, habe ich bei anderen, die den Rucksack haben, auch gesehen. Die einzige wirkliche Problemstellen sind hier, wo der Rahmen ist. Du lädst halt was rein in den Rucksack und es scheuert die ganze Zeit. Also da kommt halt irgendwann einmal das Loch rein und das ziemlich bald. Man sieht überall da, wo Rahmen ist, kommen die halt so Löcher rein. Man kann es theoretisch kleben, nur dadurch, dass er halt immer wieder was in den Innenbereich hineinkommt. Das Material, was du drüber klebst, das löst sich relativ schnell. Ich bin dazu übergegangen, ich lasse es einfach so. Hatte, wie gesagt, auch im schweren Regen nie wirkliche Probleme. Natürlich ein bisschen nass wird es, also ein bisschen feucht wird es dann drinnen, wenn du Löcher hast. Ist halt mal so. Aber ich bin nie geschwommen im Rucksack. Also von dem her fand ich das jetzt nicht super störend. Neben dem Hauptfach haben wir hier so ein Seitenfach. Das ganze Ding
ist quasi eine Tasche, wenn du so willst, rundherum, die hier befestigt ist am Hauptfach. Das heißt, wir haben eine große Tasche, die sich in drei kleinere Taschen aufteilt. Ich persönlich verwende diese Seitentaschen als Getränkehalter. Dehnt sich prinzipiell ein bisschen, ist aber nicht mega dehnbar. Das heißt, man kann es jetzt nicht stopfen. Das geht nicht, weil irgendwann einmal das Material ist sehr fest und sehr dick. Gibt halt nicht nach. Hier ist ein Gummi drinnen, ein Gummizug, man sieht es. Von dem her dehnt sich es ein bisschen. Aber eben, irgendwann hat es seine Grenzen. Man muss also sagen, diese Seitentaschen, und das gefällt mir dazu, hat das Osprey-übliche Getränkefach. Das heißt, diese Seitentaschen sind hier nochmal offen. Das heißt, ich stecke eine Flasche hier seitlich rein und kann, während ich den Rucksack umhabe, die Flasche rausziehen, wieder reinstecken. Geht ohne Probleme bis, also ich finde so 600, 700 Milliliter Flaschen sind okay. Größere Flaschen, irgendwann steht es einfach zu sehr raus und ich stoße meinen Arm immer an. Also ganz große Flaschen kann ich halt nur oben hier reinstecken, ohne dass es mich stört. Ich habe oben dann noch den Kopf, wie es ebenfalls bei Osprey üblich ist fixiert. Das heißt, hier kann ich den Kopf nicht annehmen, das ist fix mit dem Rahmen abnehmen, das ist fix mit dem Rahmen verbunden. Das Fach ist echt mega, mega groß. Also ich habe hier oben, ja gut, da reinfilmen, bringt nicht viel. Ihr seht, wie weit ich mit der Hand hineinkomme. Ich habe hier oben wirklich viel drinnen. Also ich weiß nicht, wie viel Liter das sind. Viel. Sehr viel. Da habe ich alles, was ich halt irgendwie schnellen Access brauche, Klopapier und so weiter, habe ich alles in dem Kopf drinnen. Finde ich super, 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 super praktisch. Das ist wirklich viel Platz. Was der Rucksack nicht hat, sind Hüfttaschen. Das heißt, der Hüftgurt selber ist aus einem sehr dünnen Stoff, was eigentlich für Osprey untypisch ist, aber da wird wirklich Gewicht gespart. Ich habe, hier ist es dann schon abgerieben, wobei das, allerdings muss man dazu sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht von dem hier kommt, sondern weil ich da meine Arme herumschlenkern habe, weil ich Wanderstöcke eigentlich nicht so oft verwende. Das heißt, ich reibe mir das mit den Armen ab. Wobei man aber sieht, das ist nur dieses Netz, dass der Stoff drunter, das dürfte so ein Gummizeug sein, ist unbeschädigt. Das heißt, das Ding hält noch lange und da, wo es direkt an der Hüfte aufliegt, ist nach wie vor gar nichts. Ich habe im Hauptfach drinnen noch verschiedene Möglichkeiten, das zu optimieren. Das heißt, hier ist der übliche Osprey-Zug. Wir ziehen an der Schnur an, um den Rucksack zu schließen. Ziehen auf der Seite, ja, jetzt mit einer Hand ist es ein bisschen schwierig jetzt. Ziehen dann hier an, um es wieder aufzumachen. Ich kann, wenn ich wenig Ladung habe, haben Sie hier noch einen extra Clip drinnen. Das heißt, ich klippe dann das hier zu. Blopp. Und verhindere somit, dass das herumschlackert. Wenig Ladung passiert mir beim Wandern relativ selten, aber wenn ich in der Stadt bin, mache ich so, dass ich den Rucksack meistens ausräume, verwende den dann zum Einkaufen oder wenn ich Pakete abhole und so weiter, mit dem Clip. Das Hauptfach wird hier angeklippt, kann aber auch, wenn ich wirklich ganz wenig habe, diesen Clip verwenden. Das heißt, ich mache dann wirklich aus dem 60 Liter Rucksack. Ich meine, das war natürlich nach wie vor 60 Liter, aber es schlackert halt gar nichts mehr herum. Das heißt, ich kann dann diesen Clip verwenden. Üblicherweise klippe ich das hier so an, dass wenn ich da halt, also ich habe das Zelt vorne zum Beispiel drinnen, das heißt, ich tue das Zelt hinein, mache den Clip drüber, damit ich das Zelt nicht verlieren kann und funzt. Ja, das sind halt die fürs Hauptfach zum Anschließen. Prinzipiell muss man dazu sagen, was ich an dem Modell etwas unpraktisch finde, ist, dass es standardmäßig nichts hat, um unten, oben, sonst irgendwo was anzuschnallen. Aber man sieht sofort, hier sind viele von diesen so Striemen drinnen, so Löcher drinnen. Das heißt, ich kann hier einen Cord durchziehen und mit dem Cord dann trotzdem was außen anschnallen. Ist natürlich gemacht, um Gewicht zu sparen, ganz klar. Aber ich finde es die Lösung praktisch, dass es die Möglichkeit gibt, das zu fixieren. Mit diesen Bändern hier unten, weil das ist natürlich der erste Gedanke, oh, da unten ist ja was. Nein,
geht nicht. Warum? Weil das ist alles eine Schnur, die sich hier durchfädelt. Das heißt, das ist quasi dieses Band, um die Ladung zu komprimieren. Und das ist alles ein Band. Das heißt, wenn ich da anziehe, ihr seht sofort, oder habt es auch nicht gesehen, wenn ich hier anziehe, dann geht das oben weg. Das heißt, ich kann mit diesen Bändern unten nichts fixieren. Theoretisch geht es vielleicht irgendwie, aber finde es nicht praktisch. Also ich würde eher diese Schlaufen hier verwenden. Apropos Schlaufen, ihr seht, ich habe überall viele Schlaufen. Das heißt, ich kann hier auf was fixieren. Ich kann hier oben am Kopf, habe ich so Schlaufen, kann ich Sachen fixieren. Das heißt, das haben sie, finde ich, gut gelöst. Um Gewicht zu sparen, es gibt nichts standardmäßig. Man kann aber, wenn man es braucht, noch zusätzlich mit Cords Sachen außen anschnallen. Aber es ist halt ein Leichtgewicht-Rucksack, muss man dazu sagen. Meine persönliche Erfahrung ist, ab 15 Kilo Gesamtgewicht wird es ungemütlich. Es geht, aber es wird ungemütlich. Das heißt, wenn ich weiß, ich muss in die Berge, ich brauche Alpinausrüstung und so weiter, für das ist der Rucksack definitiv nicht gemacht. Das heißt, mit dem kann ich super mehr Tageswanderungen machen. Ich persönlich finde, das ist der perfekte Rucksack für Long-Distance-Hiking. Er hat viel Platz, er ist leicht, hat einen Rahmen, was mir persönlich sehr wichtig ist. Ich mag die rahmenlosen Rucksäcke nicht. Von dem her erfüllt er für diese Aufgabe definitiv den Zweck. Ich habe dann weiter auf der Rückseite den Brustgurt, kann ich an verschiedenen Stellen fixieren. Das heißt, hier sind auch die Bänder. Ich nehme das Ding runter. Ihr seht, das ist an so einem Band auch fixiert. Das heißt, ich nehme das Ding runter, verstelle damit quasi die Höhe. Super Lösung, spart Gewicht und ich kann mir das Ding ganz einfach mit wenigen Handgriffen auf beiden Seiten auf so ein anderes Ding raufschnallen, wenn ich es brauche. Hat auch, was ich sehr, sehr oft nutze, solche Schlaufen drauf. Das heißt, da tue ich mein SOS, mein Garmin InReach hänge ich da drauf. Kann man auch jeden anderen Beutel drauf fixieren, zum Beispiel für eine Trinkflasche, wenn du eine Trinkflasche haben willst, oder manche Leute wollen das Handy auf Brusthöhe haben, einfach mit so einem eventuell selbst gebastelten Beutel da dran hängen, Sachen rein, tippitoppi, funktioniert alles. Mir gefällt besonders gut, dass dieses Netz hier wirklich festgespannt ist. Das heißt, ich kann schwerst den Rahmen erreichen. Das heißt, ich habe immer Luft dazwischen. Das ist halt echt bombenfest. Mag ich super. Dadurch hat man ein bisschen, natürlich, man schwitzt immer, ist klar, aber dadurch habe ich ein bisschen Luft immer dazwischen. Und ist gerade, wenn der Wind geht, schaffe ich es somit, dass mir der Rücken, auch wenn es bergauf geht und es sonnig ist, trocken bleibt. Das ist im Übrigen Medium, falls man dazu Fragen hat. So, jo, im Großen und Ganzen, ich meine, die einzelnen Verstellbarkeiten, da sage ich jetzt nichts dazu, weil das ist wie bei jedem anderen Rucksack. Ich habe die Loader, ich kann die Schultergurt festziehen, ich kann Hüftgurt festziehen. Da jetzt irgendwas dazu zu sagen ist, glaube ich, nicht sehr sinnvoll. Ja, was ich nicht dazu gesagt habe, weil es gerade so offensichtlich mir ins Gesicht springt, es hat auch einen Wasserbeutel-Ausgang. Das heißt, für die Leute, die gerne Wasserbeutel haben, hier kommt er durch. Das heißt, du steckst das Ding, ist mit einer Hand gerade ein bisschen ungut, sorry. Das heißt, du steckst den Wasserbeutel hier hinein, in dieses Zwischenfach, Wasserbeutel da rein, Schlauch kommt oben durch und dann kannst du da durchdringen. Das heißt, er hat es. Ich verwende es nicht, weil ich mag Wasserbeutel nicht. Ich habe lieber die Flaschen. Aber er hat es. Das heißt, für die Leute, die gerne Trinkbeutel verwenden, auch diesen Zweck erfüllt der Rucksack. Jo, das war meine Bewertung soweit. Oder meine Feature Overview. Ich persönlich kann den Rucksack sehr empfehlen. Mir gefällt er unglaublich gut, er ist leicht, auch wenn das Material, und das war meine große Sorge, weil man durchsieht, das Material ist sehr dünn, aber es ist robust, bis auf diese Reibungsstellen, die ich angesprochen habe am Anfang. Das ist das einzige richtige Kontra, finde ich, an dem Rucksack. Allerdings, es reißt nicht komplett durch,
insofern aus meiner Sicht eher ein optisches Problem. Und wenn ich, also gut, wenn man vorhat, mit dem Rucksack schwimmen zu gehen, ist es wahrscheinlich nicht optimal, aber abgesehen davon, aus meiner Sicht kein allzu großes Problem. Man könnte vielleicht an den Stellen das Material irgendwie verstärken, was drüber nähen, wen es stört, wer auf jeden Fall einen wasserdichten Rucksack haben will, was ja der ohnehin nicht ist, weil ja immer das Main Compartment immer offen bleibt, auch wenn ich es komplett zuziehe. Aber wer einen regenfesten Rucksack will, der sollte es vielleicht im Vorhinein schon patchen, dass sich es erst gar nicht durchreibt. Wäre jetzt mal so eine Idee. Jo, in diesem Sinne, top. Viel Spaß damit. Ich habe Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.